Ja, hallo meine Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ich habe heute ein Bastelhaul für euch und außerdem möchte ich euch ein paar Projekte zeigen, die ich gemacht habe, also viel mehr Karten. Und ja, und dann habe ich mich entschlossen, zwei Hochzeitsprojekte aus meinem FQ-Heft zu basteln. Eins habe ich schon fertig, das würde ich gerne heute mit euch basteln. Und vorab möchte ich euch gerne zeigen, die Karten, die ich gemacht habe, und ich habe mich an ein paar Hintergründen versucht und das würde ich euch ganz gerne zeigen. Also ich fange mal an mit den Hintergründen. Ich habe dann hier mit diesen Standschablonen gearbeitet von Action und hier diese und die habe ich zerschnitten, weil da ist mir die Pappe kleben geblieben. Ich zeige euch das jetzt mal gerne. So, und zwar habe ich gearbeitet hier, also ich habe nur Hintergründe so einfach nur so für mich mal gemacht, um zu sehen, wie es so funktioniert. Hier habe ich normale Stempelkissen, also diese Stempelkissen von Action genommen, diese Blume, hier ist sie, Moment, diese Blume habe ich verwendet dafür. Das hat eigentlich gut funktioniert hier mit auf dem Aquarellpapier von Action. Ich habe jetzt auch nur so einfach getestet, deshalb war das egal. Dann auf normalem Blatt Papier habe ich es dann nochmal gemacht, aber ist der Effekt, ich wollte nur sehen, wie es auf glattem aussieht. Das habe ich gemacht. Dann habe ich hier einmal diese Kindersets. Hier dieses Kinderset benutzt, hatte ich euch ja gesagt, wollte ich mal ausprobieren. Das habe ich hierfür benutzt und einmal hierfür, da seht ihr, das ist alles kaputt gerissen. Das war einfach zu dick, zu nass. Hier hat es auf Anhieb gut geklappt. Hier ist mir das doch alles kleben geblieben an der Schablone. Hat nicht funktioniert, genauso sieht es aus hier bei dem Schwarzen. Habe ich gedacht, versuche ich das mal auf dem Schwarzen. Hier ist es auch hängen geblieben und hier habe ich auch mit ganz normaler Stempelfarbe gearbeitet. So, und dann habe ich mir diese Vorlage genommen und habe das hier mit diesem Airbrush-Set, das habe ich euch ja damals auch gezeigt, das habe ich damit gemacht. Das finde ich richtig, richtig toll. Also ich bin begeistert von dem Airbrush-Set. Das hat wirklich gut funktioniert. Und was ich beim Auspacken jetzt gesehen habe, dass da noch ganz, ganz, ganz viele Schablonen bei waren. Das Set habe ich ja damals beim Lidl gekauft und habe nicht gewusst, dass da so tolle Schablonen noch dabei sind. Also wie gesagt, das fand ich jetzt wirklich richtig, richtig schön mit diesen Airbrush-Sets. So. Das war jetzt nur mal die Hintergründe, die ich so probiert habe, weil ich ja gesagt habe, ich teste dieses Set. So, und dann habe ich Karten gestaltet mit Servietten. Da hatte die liebe Tina von Tinas Kreative Art die gleiche Idee gehabt wie ich. Ich habe es auch bei Pinterest gesehen und habe gedacht, ich versuche das mal. Und sie war ein bisschen schneller, deshalb zeige ich euch nur die Karten, wie es funktioniert. Hat sie ja in ihrem Video gezeigt. Und das ist auch nicht, ich glaube, das ist auch abhängig, was für einen Kleber man nimmt. Und ja, auf jeden Fall zeige ich euch die jetzt mal. Da habe ich einmal diese Karte hier gestaltet. Also die finde ich richtig, richtig schön. Die wälzt sich auch überhaupt nicht, komischerweise. Habe ich dann so ein paar Strasssteinchen drauf gemacht. Hier habe ich Einladung geschrieben. Ja, Party, Kaffee ist ja wurscht, ne? Ja, da kann man was reinschreiben, da kann man noch einen Einleger reinlegen. Also die habe ich gemacht aus Servietten. Dann habe ich diese tolle Karte hier gemacht. Da habe ich dann hier drunter ist auch schon so ein, ich zeige euch das mal auf der Serviette war. Aber ich habe gedacht, ich mache da nochmal ein richtiges Band und eine richtige Schleife zu. Hier habe ich ein paar Nuvo Drops benutzt. Ja, drinnen kann man schreiben oder auch eben einen Einleger reinmachen. Das war die zweite Karte. So, und jetzt kommen wir an den zuletzt machen wir die. Und dann habe ich diese Kinderkarten hier gemacht. Fand ich sehr schön. Die habe ich so mit so Glitzerhintergrund. Da habe ich jetzt ganz leicht gestempelt.
Liebe Grüße nur so. Da habe ich jetzt einen Einleger reingemacht, also vielmehr zwei. Habe ich dann noch ein bisschen mit Washi, aber die Washis wisst ihr ja, die kleben ja nicht wirklich gut. Habe ich dann nochmal mit doppelseitigem Klebeband, aber hielt auch nicht so wirklich. Das war die mit den Lamas, das war so eine niedliche Lama-Serviette. Da habe ich einmal diese O eingenommen und dann gab es noch diese. Und die wälzt sich tatsächlich immer noch. Die habe ich dann zwischen Büchern liegen gehabt, aber die wird einfach irgendwie nicht gerade. Aber ich finde die mega süß. Da habe ich auch dann Halbperlen genommen. Hier habe ich nochmal Glitzerperlchen und Glückwünsche zum Geburtstag habe ich drauf gestempelt. Ja, wie gesagt, die wälzt sich wirklich immer noch. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Muss ich vielleicht doch nochmal irgendwo zwischen machen, aber... Ansonsten finde ich die Servietten, diese Karten wirklich schön. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob sie euch gefallen, welche euch gut gefallen. Und würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, nochmal mein FKO-Buch wieder zur Hand genommen und habe einmal eine Tücherbox. Also die gibt es ja bei Pinterest und auf YouTube auch, aber ich wollte ja jetzt aus meinem Büchlein nehmen. Und zwar habe ich hier so eine Box, da dürft ihr jetzt nicht so gucken. Ich hatte keinen Stempel, weder mit er und sie. Eigentlich sollen dahin Freudentränen, habe ich überhaupt keinen Stempel, aber egal, ich wollte sie trotzdem machen. Und zwar klappt die sich nach oben auf. Ja, und hier steht dann für den Notfall. Und hier die erste, das erste Taschentuch habe ich dann mit so einer mit einem Embossing Folder, sorry, Wortfindungsstörung. Da habe ich die wisst ihr ja, ne, in dem Folder gemacht. Ich wollte eigentlich alle machen, aber das ist Tatsache, hier so eine Deko, damit es schöner aussieht, benutzen kann man die nicht mehr, die ist so dicht zusammengepresst. Ja, hier habe ich dann so ein paar Herzchen noch gemacht, wie gesagt, für Notfall. Wie gesagt, obendrauf sollte eigentlich für die Freundentränen. Und diese Box würde ich ganz gerne mit euch jetzt in einem anderen Farbton basteln. Und wenn ihr Lust dazu habt, dann bleibt bitte dran. So, meine Lieben, da bin ich. Ich habe schon mal ein bisschen was hingelegt, damit es nicht so lange dauert. Schnibbeln tun wir zusammen. Ich habe mich jetzt für diese Variante, ich weiß nur noch nicht, ob ich das mit Schwarz oder mit Weiß verbinde, diese Box. Da habe ich jetzt Herze drauf, also da bräuchte man jetzt nicht. Ich habe jetzt hier nochmals ein paar Stanzen rausgeholt. Bräuchte man jetzt vielleicht bei dem Herz nicht. Ich schaue mal gleich, ob ich vielleicht oben drauf jetzt noch ein großes, aber das ist zu groß, glaube ich. Ich schaue mal. Auf jeden Fall habe ich die jetzt erstmal zur Seite gelegt, dann habe ich hier dieses für den Notfall den Stempel wieder geholt und obendrauf, wie ich euch ja sagte, sollte ja eigentlich Freudentränen, habe ich nicht, aber ich habe jetzt hier diesen gefunden, da steht genieße den Tag. Das kann ja auch für jeden Gast auf der Hochzeit gelten, ne? Deshalb werde ich das hier vorne drauf gleich machen. Ja, dann wieder natürlich meine Glitzersteinchen, die liebe ich ja sowieso. Muss ich auch mal wieder lang neue holen. Und hier diese Halbperlen habe ich mir. Ja, und nochmal hier solche Nuvo. Aber ich habe auch noch helle. Ich schaue gleich mal. Muss ich mir da mal eben holen. Und was wichtig ist, ihr braucht einen Stanzer. Stehen tut 1,6 cm. Ich schreibe euch das auch in die Infobox. Aber der ist jetzt nicht 1,6, hat aber gereicht. Ist ja hier für die Seiten, damit man die Seiten öffnen kann und das reicht vollkommen aus. Also, ja, dann tue ich das mal gerade zur Seite und dann starten wir doch mal. Nehme ich mir jetzt erstmal mein Schneid- und Falzbrett. Das ist ja immer das Wichtigste, was man benötigt. So. Ja, ich habe den Eckenabrunder dann noch hier mir hingelegt. Da habe ich ja manche Tags habe ich dann mit diesen Abrunder gemacht. Aber schauen wir mal. Schauen wir gleich mal, wie das so uns gefällt. So, also wir legen mal los. Wir brauchen
Für den Deckel brauchen wir farbigen Kartstock. Dann nehme ich mir jetzt diesen rosa, hatte ich ja gesagt. Der Kartstock muss sein 15,8 mal 11,9. Das machen wir uns jetzt auch eben. 15,8. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, das Brett hier ist, da muss ich echt immer die Striche zählen. Finde ich jetzt nicht so toll, aber gut. Also 15,8. Nee. Ich mache jetzt erstmal die Unterseite, weil das Unterteil muss nämlich größer sein, 20. Und wenn ich nachher schon mal weggeschnitten habe, das habe ich nämlich beim ersten Versuch gemacht. Nee. Dann fangen wir mit dem Unterteil an. Also unten das, innen. Das muss sein 20 mal 11,3. Also 20. Dann können wir uns daraus nämlich gleich die 18 und auch noch machen. So, 20 mal 11,3. Hat wieder nicht durchgeschnitten, auch schön. Also ich habe neue Klingen reingemacht. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das bei euch auch so ist. Dass das, ich habe das Gefühl, das weiß ich nicht. Ich habe auch schon oft hier sauber gemacht. Naja, also wie gesagt, 20 mal 11,3. Das ist die Unterseite. Und jetzt können wir uns nämlich die Oberseite machen. Die wäre ja 15,8. Moment, ich gucke mal, welche größer ist. Die ist größer. Also nehmen wir die, weil hier brauchen wir ja gleich auch. Genau, da machen wir die 15,8. 5, 6, 7, 8. Das ist quasi fast am Strich. 15,8 mal 11,9. Ich schreibe euch das natürlich wieder in die Infobox. So, das wird Oberseite. Oberseite, Unterseite. So, und jetzt machen wir, falzen wir uns das erstmal, damit wir die Ober- und Unterseiten aus dem Kopf haben. Ich fange mal mit dem Deckelfalzen an. Also das Kleine ist der Deckel. Und der wird gefalzt auf der langen Seite bei 1,5. Mache ich mir meistens auf der Seite, aber da habe ich immer Angst, dass dann jemand guckt und vielleicht vergisst umzudrehen. Also 1,5 bei 3 cm und bei 14,3. Auf der langen Seite. Auf der kurzen Seite falzen wir bei 1,5 auch hier muss ich ein paar mal drüber ziehen, warum auch immer, sieht mir aber sehr schief aus, da muss ich einmal schauen noch, sieht sehr schief aus, ich mache das noch mal. Vielleicht hat es jetzt ein bisschen nachgezogen. Dann ebenfalls bei 3. Bei 8,9. Und bei 10,4. Sieht das Ganze ja so aus. Das falzen wir uns natürlich jetzt nochmal nach. Ich habe jetzt mein Falzbein oben vergessen. Aber das macht ja nichts. Das kann man ja auch mal eben so machen. So sieht das Ganze dann hier aus. Und dann falzen wir uns natürlich auch das Unterteil. Das Unterteil wird gefalzt auf der langen Seite. Bei 6 cm, bei 7,4
So, und dann bei 13,4. Wir fangen bei der kurzen Seite an. Jetzt habe ich nämlich den gleichen Fehler gemacht wie. Nee, wir falzen erstmal durch. Ich sage euch das dann gleich nochmal. Und dann wird gefalzt bei 18,6. Da habe ich nämlich bei dem anderen auch den Fehler gemacht. Also am besten erst die kurze Seite falzen. Kurze Seite wird gefalzt bei 1,5. Bei 2, nee, die kurze bei 1,4, bei 2,8. Bei 8,5 und bei 9,9. So, jetzt gehen wir noch mal zurück auf die anderen Dinger gleich. Moment, 1,4 möchte ich noch mal eben verbessern. So, und jetzt falls ich das mal eben, ich drehe das mal kurz so ein bisschen rum, dann könnt ihr das auch sehen, warum man erst die kurze Seite machen soll. Weil jetzt falzen wir die lange Seite, drehen wir uns natürlich wieder rum, wie gesagt, bei 1,5. Ja, das ist ja das Unterteil. Das bin ich schon ganz doof. Bei 6, so, genau, bei 6. Genau, bei 6 cm, dann bei 7,4 cm und dann falzen wir bei 13,4 und zwar nur bis zu dieser zweiten Falzlinie hier. Bis dahin falzen wir das runter, genau das gleiche auch auf die andere Seite. Also so. Und ich muss mal eben hier gucken, wo mein Pfeil ist, weil mein Falzer natürlich auch gar nicht mehr so gut ist. So, und das gleiche machen wir auf dieser Seite auch. Das müssen wir dann natürlich von unten eigentlich machen. Aber ich gehe jetzt mal von hier oben und schau mal. Das ist dann 6,5. Kann das stimmen? 6,6. Genau. So, da gehen wir auch bis zur zweiten Linie runter. So, und dann haben wir nämlich, das macht gleich Sinn fürs Schneiden. So, jetzt falzen wir uns das auch nochmal. Dann sind wir ja auch mit dem Falzen hier schon fertig. Dann machen wir uns direkt die Aufleger in den anderen Farben schon fertig. Und dann schneiden wir. Das legen wir jetzt erstmal beiseite. So, das ist, wie gesagt, Unterseite und Oberseite. Könnt ihr nicht verwechseln, weil die Unterseite länger ist. So, und jetzt brauchen wir dreimal Cardstock. Ja, da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich jetzt, nehme ich jetzt weiß oder schwarz. Ich lege das mal kurz da drauf, ihr Lieben, damit ich sehe, wie das später aussieht. Fällt mir nicht wirklich gut. Ich glaube, das kommt mit dem Schwarzen ein bisschen besser, auch wenn Schwarz jetzt nicht unbedingt für die Hochzeit was ist, aber dennoch macht es hier Sinn. Also gefällt mir persönlich besser. Ihr könnt mir ja schreiben, ob es euch nicht, aber ich mache es jetzt erstmal so, ja? So, da machen wir jetzt in Schwarz. Da brauchen wir 3 Aufleger in 5,3 mal 10,8. 10,8 machen wir jetzt mal hier. 10,8. Und mal 5,3. Und wie gesagt, davon 3 Stück. Ist natürlich immer schön, wenn man das aus einem Bogen bekommt. 2,
drei Stück davon. Und einen brauchen wir in 5,5, auch in schwarz, mal 5,3. Schauen wir mal, ob das hier passt. 5,9, das ist genau 5. Heißt, wir müssen doch einen neuen Bogen nehmen, aber das macht ja nichts. Kleinen Moment. So, ich hatte noch so ein paar Reststücke hier. Das müsste eigentlich hinhauen. 5,5 mal 5,3. Passt, dann machen wir erstmal die 5,3. Und 5,5. So. Dann haben wir diese schwarzen Sachen auch. Und jetzt brauchen wir Designpapier. Da habe ich mich ja für das entschieden. Das ist ja auch so ein kleiner Block von Kik. Habe ich jetzt gerade gar nicht da. Aber naja, ihr habt ja bestimmt selber sehr viel Designpapier. So, und diese brauchen wir in 10,3 mal 4,8 und das auch dreimal. 10,3. Jetzt gucken wir natürlich, wie das Sinn macht, aber die sind alle gleich rum. 10,3 mal 4,8 und das, wie gesagt, auch dreimal. Ich nur einen Bogen, wenn mich nicht alles täuscht. So, das ist das Designpapier und dann brauchen wir noch eins in 5 mal 4,8. Ist das jetzt 5? Dann würde ich mich freuen. Nein, natürlich nicht. Aber 4,8 auch nicht. Nee, leider nicht. Gut, nicht schlimm, dann nehmen wir doch ein neues. Dann machen wir 5, genau 5. Mal 4,8. So. Dann haben wir alles geschnibbelt, gefalzt. Wunderbar. Kann es weitergehen. Jetzt geht es ans Schneiden. Moment, 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 Moment. Einmal vorne ran. So. So, wir schneiden jetzt erst den Deckel, der ist ja dieser kleine. So, den drehen wir uns. Diese Zweier, wo hier zwei sind, machen wir auf die linke Seite von euch und diesen einzelnen auf die rechte Seite. Dann fangen wir an zu schnibbeln. Also, weg muss einmal dieses kleine Quadrat hier unten. Also zum Schneiden müsst ihr halt immer das Video gucken. Und diese beiden kleinen hier unten auch. So. Genauso wie dieses Quadrat muss auch weg. So, das gleiche machen wir natürlich auf dieser Seite. Da haben wir dieses Zweier. Das machen wir. Jetzt muss ich immer mal gucken, nicht, dass ich habe immer Angst, dass ich zu viel wegschneide. Also machen wir, fangen wir mal klein an. Nee, da bleibt nur eine Lasche, ist genauso. So, zwei weg, zwei Quadrate weg. Hier kommt das eine weg. So, und hier kommt auf dieser Seite auch noch mal ein Quadrat weg.
So, und jetzt schneiden wir natürlich die Quadrate, die nachher zusammengeklebt werden. Die schneiden wir einmal hier ein, da ein und da ein. Und wie ihr wisst, ich mache die mir ja ein bisschen schräg. Bisschen viel, aber gut, nicht schlimm. Ich schneide mir ja eigentlich immer alles ein bisschen schräg, ich mir ja ab, dass immer das einfacher zu kleben ist. Manchmal nur so ein Müh, wo es nicht steht, mache ich lieber ein bisschen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt schneiden wir uns die Unterseite. Und die wird, ja, jetzt muss ich mal einmal schauen, jetzt habe ich ja hier, da ist ja nicht durchgefallen. Bei mir ist das jetzt ein bisschen falsch gelaufen. Aber, also das ist quasi ganz lang, das kommt nach rechts und das kurze kommt auf die linke Seite zu euch. Und da schneiden wir uns. Als erstes Mal bleibt hier nur dieses Quadrat erstmal stehen. So, da schneiden wir uns dann rechts und links alles weg. So. Und das erste kommt auch. Und dann drehen wir das, nee, genau, machen wir erstmal die Seite. So, und da schneiden wir uns, da lassen wir nur diese beiden stehen. Oben, genauso wie hier unten, das kommt alles weg. Wir lassen also quasi nur diese Klebelasche hier, die lassen wir stehen. Das hier und das hier kommt alles weg. So sieht das Ganze erstmal jetzt aus. So. Und jetzt schneiden wir hier oben natürlich wieder ein, genauso wie hier unten, und schrägen uns das wieder ab. So, so sieht das Ganze jetzt aus. So, diese Teile hebe ich mir immer gerne auf, weil da kann man natürlich auch noch einen Spruch drauf. Das geht in den Müll. Ich schmeiße nicht so gerne was weg. Wie gesagt, man kann immer noch hier zum Beispiel, wenn ich gleich das brauche, passt das wunderbar da drauf. So, jetzt haben wir das. So, jetzt kleben wir uns erstmal die Sachen auf. Ich fange mal mit der Oberseite an. Das ist ja die. Jetzt müsst ihr gucken. Es kommt ja jetzt so zusammengesteckt, geschoben, gedreht, gewendet. So. Wie halt so eine Box auch immer verklebt wird. Ne? Das wisst ihr ja. So. So quasi als Deckel. Und hier an den Seiten, also wir lassen diese Zweier auf der linken Seite wieder stehen und hier oben 1,5 cm vom Rand weg kommt das Loch. Jetzt schaue ich mal, ob ich bis dahin durchkomme. Bei der anderen habe ich es gedreht. Achso, ich muss messen noch. Kleinen Moment. So, also wie gesagt, Zweier hier auf die linke Seite. Und dann hier oben 1,5 cm vom Rand kommt dann das Loch. Ich male mir das jetzt an und kann das ja dann ausradieren.
Kannst auch auf die Innenseite machen, dann sieht man es ja auch nicht. Dann muss man dann natürlich auf diese Seite gehen. So, 1,5 cm ist hier. Ab dahinter muss das Loch sein. Und genau dasselbe auf der unteren Seite. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Ich komme ein bisschen, ich bin ein bisschen aus dem Bild, sorry. So, hier muss das Loch angesetzt werden. Ich hoffe, ich sehe das auch gut. Ich mache mal auf. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt nicht durchkomme. Ah ja, funktioniert. Dann guckt man natürlich, dass das so ziemlich mittig ist. Hoffe ich, ist so. Und stanzt sich dann ein Loch daraus. Hier genau dasselbe, da das Ende ein bisschen vermitteln und ausgestanzt. So, dann haben wir es. Jetzt geht es ans. Also ich habe mir dann erstmal diese Teile hier alle aufgeklebt, wo sie hingehören. Da einmal von außen, einmal von innen. Und ich habe es unten drunter gemacht. Das ist die Seite, die kommt so. Gleich nach innen geklebt, aber das machen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal diese Sachen, klebe dann auch direkt diese Teile auf. Und genauso mache ich es hier. Da kommt auch innen rein. So. So, ne? Kommt auch innen rein. Also hier kommt eigentlich nichts rein, aber ich habe hier ein paar Herzchen geklebt gehabt. Aber von unten hier, da habe ich das dritte Teil gemacht. So, das verklebe ich jetzt mal eben schnell und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das alles geklebt, was geklebt werden muss. Ihr müsst natürlich darauf aufpassen, wenn ihr Motivpapier habt, was in die Richtungen zeigen soll, ne? Da müsst ihr aufpassen, weil zum Beispiel der Deckel, das zeige ich euch gleich nochmal, und hier, das ist ja quasi diese Box von innen, hier diese, wo die Taschentücher reinkommen. Und da müsst ihr natürlich darauf achten, dass das nach oben zeigt. Hier. Klar, ne? So, und jetzt ist ja nicht mehr. Jetzt kleben wir das alles zusammen. Also das hier wird geklebt wie eine Schachtel, hier natürlich auch. Hier wird es natürlich umgefaltet, weil das ist natürlich nachher dann nur noch ein Halbkreis, ne, den man so öffnen kann. Aber ansonsten wird dann hier ganz normal, wie immer, alles zusammengeklebt. So. Ich mache immer erst diese Seite und dann diese Seite und dann packe ich mir das so zusammen rein. Und hier wird ja so, hier schneide ich mir, glaube ich, noch ein bisschen ab. Ich habe gesehen, dass das hier ein bisschen lang aussieht. So. Oder unten noch vielleicht. Nee, passt. Sah nur so aus. So soll das dann aussehen, ne? Wird ja zusammengeklebt. Wisst ihr ja. Das klebe ich dann jetzt auch noch mal zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe es soweit jetzt alles zusammengeklebt und jetzt wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Also ich habe jetzt doppelseitiges Klebeband genommen. Ich fahre da immer besser mit, finde ich, obwohl ich wieder sagen muss, dass ich begeistert bin von meinem Tombow. Also jetzt habe ich mal den hier vom Action genommen, der ist auch gut. Den hier fand ich jetzt überhaupt nicht so gut. Vielleicht lag es auch bei den Karten daran, dass das so gewählt wird, aber egal. Naja, und jetzt wollte ich euch nur mal zeigen, das ist ja jetzt das Innenteil quasi und das habe ich jetzt hier unten eine Klebelasche gemacht und das wird jetzt hier
reingeklebt. Nur damit ihr schon nicht das falsch rumklebt, ja? Das machen wir jetzt. So. Mache ich jetzt mit euch zusammen. Ich mache noch ein ganz klein bisschen, schräge ich mir das ab, damit es auch besser rein geht. So. Na komm. So. Und wie gesagt, jetzt stelle ich mir das hier auf. Und klebt, müsst ihr natürlich auch schauen, dass er die richtige Seite hat. Und dann klebe ich mir das hier rein und drehe mir das direkt so ein bisschen um, weil das ja so geknickt wird. So, dann mache ich mir das richtig feste. Habe jetzt natürlich auch mein Falzbein immer noch nicht hier unten, aber es macht gar nichts. So, so sieht die Box jetzt aus. Mache ich mal, jetzt hole ich mal die Taschentücher hier raus und mache die hier rein. Perfekt. Und so wird die jetzt zusammengefaltet und da hat man eine schöne Box. Jetzt verzieren wir das Ganze noch und dann zeige ich euch am Ende, wie die Box zusammen fertig aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe mein Kästchen fertig und das schaut jetzt so aus. Ich habe hier noch ein paar Stanzteile und habe hier so Herze gemacht, noch schwarz, aber ich wollte nicht so viel schwarz. Dann hatte ich ja die Ringe, die ich jetzt hier schon hatte. Hier hatte ich ja diese doppelten Ringe. Ja, das war mir alles ein bisschen zu schwarz. Deshalb habe ich jetzt so schmale Ringe gemacht, hier oben den Diamant, da habe ich hier so eine Stanze, da ist ein Diamant drin und habe dann noch ein Glitzersteinchen drauf gemacht. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Hier habe ich noch ein bisschen Glitzi gemacht und die Herzchen habe ich mit diesem Nuvo-Stick gemacht. Einzige, was mir hier nicht so gut gefällt, ich habe ja diese neuen Stifte, die sind aber farbig. Was mir nicht so gut gefällt, ist Tatsache diese Pinselspitze. Da muss man, also die Ränder kriegt man nicht gut hin, aber gut. Jetzt habe ich es ein bisschen glitzi-glitzi gemacht und sieht gut aus. Drinnen habe ich eigentlich nur dieses für den Notfall gemacht. Und hier habe ich es einfach jetzt so gelassen, weil wie gesagt, Herze sind schon da. Kann man machen, wenn man unifarbenes Papier nimmt. Und ja, ja, so sieht meine Box aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über nette Kommentare. Könnt ihr ja mal schreiben, ob es gefallen hat. Das zweite Projekt wird auch zur Hochzeit sein. Das wird eine Geschenkbox werden. Ja, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund, ihr Lieben. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss.